und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Meine Themen sind Schnittmusterdesign und Schnittmusterkonfektion, das Kreieren von individueller Mode. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Yolanda James. In den letzten Videos, in den letzten zwei Videos habe ich zunächst die Einführung in das Schnittmusterdesign. Es ging um Maßnehmen. In dem zweiten Video ging es darum, die Maße in einem Schnittmuster einzutragen. Jetzt geht es darum, ich habe den Grundschnitt erstellt. Wie kann ich mit dem Grundschnitt arbeiten? Wie erstelle ich meine neuen Kreationen mit dem Grundschnitt? Es ist so, dass ich empfehle natürlich, wenn du ernsthaft vorhast mit Schnittmusterdesign, anzufangen, deine eigene Kleidung zu nähen, empfehle ich, einen Grundschnitt zu erstellen, damit du erst deine Maße auch haben. Du musst nicht jedes Mal für jeden Schnitt oder jede Kreation, den du magst, ein Schnittmuster erstellen. Ja. Dann hast du deinen Grundschnitt, du brauchst einfach nur deine Kreativität freien laufen lassen. In diesem Video geht es darum, zunächst so eine Kreation zu erstellen, aus dem Grundschnitt ein Kleid mit Kimono-Ärmel. So, dann kann es losgehen. So, wir haben den Grundschnitt hier und fangen wir an mit unserer Kreation. Einfach unsere Kreativität freilaufen. Übrigens, wenn du mehr Info über Grundschnitt erstellen möchte, wenn du selbst einen Grundschnitt erstellen möchte oder halt überhaupt in dem Schnittmusterdesign einsteigen möchte, besuch doch meine Website oder du kannst dich auch für einen kostenlosen Online-Workshop registrieren. In diesem Workshop erkläre ich die Schnittmusterkonstruktion und den Einstieg. Da kannst du auch einen sehr guten Einstieg bekommen in dem Schnittmusterdesign, Schnittmusterkonstruktion. Freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Es ist kostenlos und online. Also egal, wo du bist, kannst du daran teilnehmen. So, wir haben hier schon unsere Grundschnitt. Ich brauche etwas Werkzeug. So, zunächst möchte ich einfach ein paar Linien eintragen. Ich brauche ein Kimono-Ärmel, also das heißt, ich weiß, dass die Ärmel etwas weiter sind. Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Also gehe ich einfach hier schräg runter und dann überlege ich mir, wie weit möchte ich den Kimono-Ärmel haben. Möchte ich den von der Taille anfangen? Möchte ich den von der ein bisschen zwischen Taille und Oberweite? Ich entscheide mich für dazwischen. Also einfach her und schon habe ich ein Kimono-Ärmel. Das gleiche ist natürlich für den hinteren Schnitt. So, dann muss ich natürlich auch messen. Immer schauen, die gleich eher. Jetzt brauche ich meine Brille. So, jetzt muss ich natürlich die gleiche Werte haben. Also wir haben hier 24. Also brauche ich hier auch 24. Also das geht auch ein bisschen ineinander. Deshalb werde ich auch den auch nicht hinten machen. Aber ich werde das Gleiche. Ne? So, hier brauche ich auch die gleichen Werte. Hier kann ich sehen, von den Ärmelachsel bis zu meiner Linie hier habe ich 10. Das Gleiche mache ich hier auch. Also 10 cm. Dann kann ich die hier auch genauso machen. So, ich möchte gerne auch natürlich auch den hier so eine A-Linie, ne, so machen. So, mache ich die A-Linie, fange ich denn von der Taillenweite an oder etwas höher? Ich fange zwischen Ärmelachsel beziehungsweise von meinem Kimono-Ärmelachsel und Taille, also ungefähr die Hälfte. Ne? Dann gehe ich hier runter und dann kann ich schon den clearen. So, dann habe ich hier das rote. So, und hier kann ich den
genau deutlicher machen. Hier. Und dann habe ich hier meine Seite. Und da ist schon mein Kimono-Ärmel. So, ich mache das zwar jetzt auf der Tafel, aber ihr würdet eigentlich nur euer Schnitt, euer Grundschnitt nehmen, den auf neue Papier, also Schnittmusterpapier, den Grundschnitt abpausen und den sozusagen dann daneben, genauso wie ich den hier gestaltet habe, werdet ihr das auf euren Schnitttisch machen. Okay? So, ich brauche hier überhaupt nicht mehr über Maße nachzudenken, weil durch den Grundschnitt habe ich schon alle Maße eingeführt, die ich benötigen. Das Einzige, woran ich konzentriere, ist mein Design reinzubringen. Das ist der Vorteil, einen Grundschnitt zu haben. Ne? So, das Gleiche mache ich hier. Natürlich muss ich hier etwas abmessen. Die gleiche Werte brauche ich auch genauso. Ich habe hier 15. Dann brauche ich auch natürlich die gleiche Werte. Hier, dann kann ich auch hier auch noch bestimmen, welche Werte, also 7 und so weiter, damit das auch genau gleich aussieht. Ne? So, dann habe ich hier, das sieht dann auch genau so gleich aus. Okay? Gut, das war denn, wie wir ein Kimono-Ärmelkleid gestalten. Das gleiche gilt natürlich für andere Designs, die ich habe. Okay? So, hier zeige ich nochmal ein Close-up von dem, was wir auch gerade gemacht haben. Das Kleid, das Kimono-Kleid gestaltet. Ich hoffe, dass du dieses Video gefallen hat. Wenn du noch weitere Tipps haben zu Schnittmusterkonstruktion, Schnittmusterdesign, gerne auch einen Kommentar hinterlassen und sag mir, was du dir wünschst an Videos. Ich bin auch natürlich sehr gespannt auf euer Projekt. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video auch ein schönes Kleid gestalten kann. Gerne meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn du weitere Tipps und Anleitungen brauchen. Bleibt bitte auf diesem Kanal, abonniere das Kanal und damit du weitere Tipps bekommen kann und weitere Updates. Ich biete auch demnächst einen kostenfreien Online-Kurs zu Thema Schnittkonstruktion. Es ist auch eine Reihe von unterschiedlichen Kursen. Der erste ist kostenfrei, da kannst du einen super Einblick in der Welt der Schnittmusterdesign, der Schnittmusterkonstruktion erhalten. So, ich freue mich, dass du nächstes Mal dabei bist und ich muss es nochmal sagen, abonniere meinen Kanal und lasst uns bitte im Kontakt bleiben.